Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und hier in Berlin. Und hier habe ich das neue Nokia Lumia 800, das erste Windows Phone von Nokia. Und wir schauen uns jetzt ein bisschen genauer an. So, das ist also das neue Lumia 800 von Nokia, das erste Windows Phone von Nokia. Und schauen wir uns mal erstmal von der Seite an, von allen Seiten. Hier auf der rechten Seite haben wir erstmal den Kamera-Button, Power-Taste, Lautstärke-Tasten. Auf der Rückseite dann die 8 Megapixel Carl Zeiss Kamera mit Dual-LED-Flash. Nichts auf der linken Seite. Hier unten haben wir dann einen Lautsprecher und oben den Headset-Board. Außerdem hier noch, wenn man hier drauf drückt, den Micro-USB-Port. Und wenn man das hier zur Seite schiebt, den SIM-Card-Tray für eure Standard-SIM-Karten. So, vorne natürlich auch noch eine Frontkamera, soweit ich das sehen kann, ja. Wir haben hier die neueste Version von Windows Phone drauf, nämlich 7.5. Läuft angenehm schnell, die Farben sehen auch sehr gut aus. Display ist auch leicht gewölbt hier. Fühlt sich wirklich super an. Und wir haben einen 1,4 GHz Prozessor. Neueste Version von Windows. Leider hier kein Internetzugang. Also ich kann euch hier höchstens die Bilder zeigen, die hier mit der Kamera gemacht wurden. Die schon sehr gut aussehen für eine Handykamera. Aber mehr natürlich in meinem kommenden Review-Video zum Nokia Lumia 800. Also das war mein Preview zu dem neuesten Nokia-Phone.